Das ist zu schwer. Kann ich das jetzt nicht schieben, oder was? Kann ich den hier schieben? Den hier kann ich schieben. Aber die da oben kann ich nicht schieben. Okay, das heißt, das Herz kann ich erst holen, wenn ich etwas, wenn ich sie tragen kann, die Totenschädel. Da ist der Pilz. Du hast eine Schlummermoche gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Falsch. Da habe ich sie. Okay, das können wir gegen den einen da benutzen. Ja, und müssen wir auch, denn hier geht es nicht mehr weiter, oder? Einmal runterfahren können wir uns leisten. Nein, hier geht es nicht rein. Gut, wir müssen also zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das falsch gemacht. Ich hätte etwas anderes machen sollen. Wie wäre es mit dem hier nach rechts und den hier nach links? Und dann geht der hier nach oben und der hier nach rechts und der hier auch nach oben und dann bin ich hier durch. Du hältst die Schlummermoche nach oben, aber nichts passiert. Stattdessen verbreitet sich ein fauliger Geruch. Mist, ich habe einmal zu oft gedrückt. Okay, also das hat nicht geholfen. Kann ich hier wieder zurück? Dann bin ich wieder hier. Eigentlich könnten wir gleich zur Hexe gehen. Vielleicht ist das der Pilz, den sie wollte. Was zum... Lass mich deine Wunden heilen. Entspanne dich und schließe die Augen. Das ist ein Feenbrunnen, Leute. Wie geil. Wenn wir also verletzt sind, können wir hier unser Leben wieder auffüllen. Eine Götter... ein Götterahorn. Hier war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Daraus etwas Feines machen. Das Pulver ist fertig. Probiere es gleich mal in der Hütte aus. Verschwende es jedoch nicht unnötig. Das Zauberpulver gehört nun dir. Probiere, was du damit besprühen kannst. Dich nicht. Ah. Also ich kann damit Licht anmachen. Kriege ich Neues von ihr jederzeit? Offenbar nein.
Also ich kann mir den Pilz wahrscheinlich jederzeit wiederholen und dann kriege ich das wieder. Okay, aber was können wir damit machen? Können wir den Waschbären damit bestäuben? Ein Teil der Macht! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach Mist. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt. Kinder, bin ich kaputt. Ich ruhe mich erst einmal aus. Später gehe ich nach Hause. Okay. Das erste Rätsel gelöst, Leute. Nun hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Huhuhu. Nimm diesen Schlüssel, gehe damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet bereits. Der Windfisch wartet bereits, so. Schleimsumpf nach rechts, Zauberwald nach unten. Das ist ein Telefonhäuschen. Eine tolle Truhe. Tu. Wieder die? Die sagt ja genau das Gleiche. Okay. Da haben wir den Sumpf. Gefahr! Betreten verboten! Außer Struppi. Okay, würden wir hier überhaupt weiterkommen? Hier ist auch eine Sackgasse. Einfach mal umsehen, Leute. Au. Also es gäbe hier tatsächlich eine Truhe, die man sich holen könnte. Nein, da ist etwas im Weg. Und hier bin ich auch, habe ich auch ein Problem. Eine Sackgasse. Also hier beide Wege führen zu einer Sackgasse. Irgendwann werden wir die besiegen können, aber noch nicht jetzt. Gut, dann gehen wir jetzt zu dem Wurmpalast. Weg ist er. Vielleicht ist er jetzt wieder zu Hause.
Mit 97 Rubinen könnten wir jetzt das Spiel auch ein bisschen länger spielen. Oder angeln. Nein, spielen wir erstmal das Spiel. Ich bin gespannt, was wir da bekommen. Also es könnte das hier sein. Bin mir aber nicht sicher. Einfach mal versuchen, Leute. Okay, mit dem ersten Test sehe ich jetzt aus. Ich gehe hierher. Und ich drücke mal, sobald das dort oben ist. Jetzt. Okay. Ein bisschen. Also, als der Beutel oben rechts begonnen hat, links zu fahren, habe ich A gedrückt, Leute, also nach unten. Und er hat knapp das Herz verfehlt. Also wenn ich ein bisschen später gemacht hätte, dann hätte er das Herz bekommen. Das heißt, das Herz war zu dem Zeitpunkt ungefähr da. Jetzt können wir nochmal nachsehen. Das Herz war hier auf der Linie. Ein bisschen später, wenn ich gemacht hätte. Also wenn ich zum Beispiel hier wäre, hätte ich das Herz bekommen. Okay, das heißt, wir werden jetzt machen, wenn der Beutel genau in der Position ist. So, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt eine ganze Umdrehung warten. Ein bisschen später hätte ich das machen müssen. Also vielleicht, wenn der Beutel... Wenn der Beutel ein bisschen weiter oben ist. Ich hatte genau jetzt wieder einen schwarzen Bildschirm, Leute. Also ich habe auf Verdacht gedrückt. Geil! Guter Verdacht. Das Zauberpulver gehört nun dir. Streue es auf alles. Es ist das Zauberpulver. Und ich habe wieder 20. Also es war... Naja. Sollen wir den Rest auch noch holen? Ich meine, es ist ein normales Herz. Ist eine Rubine. Ein Schild. Vielleicht gibt es ja ein Herzteil, wenn man alles wegmacht, Leute. Wir machen das einfach mal. Machen wir jetzt nichts, das ist Herz. Ungefähr jetzt. Gut, dann haben wir das Herz. Machen wir jetzt nichts, das ist die Rubine. Du hast ein Herz gewonnen. Sofort wird einer deiner Herzcontainer aufgefüllt. Okay. Mal sehen, wie viel wir bekommen. Sind es die 30 oder was anderes? 30 Rubine! Na dann, holen wir uns die nächste Rubine. Nochmal 30 Rubine. Wir haben wieder genauso viel Geld wie zu Beginn, Leute. Wie geil. Okay, jetzt nochmal holen wir uns noch den Schild.
Und jetzt haben wir alles. Ich bin gespannt, was er sagt, wenn wir jetzt alles haben. Du hast ein Schild gewonnen. Ja, Level 1 Schild. Feierabend. Für heute ist erstmal Schluss. Komm bald wieder. Er hat wieder die gleichen Sachen. Also wir können hier unser Zauberpulver auffüllen, Leute. Und relativ einfach Geld machen. Und hier oben gab es ja für 200 die Schaufel. Also oder für 20 eben den Schild. Oder 3 Herzen oder eben für 200 die Schaufel. Die Schaufel hätte ich gerne. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben die Bananen. Und ich habe noch keine Ahnung, was wir mit den Bananen machen sollen. Okay, darf leben. Au. Level 1, Wurmpalast. Level 2, Djinn-Grotte. Ah, Level 2 hat mir entdeckt, okay. Okay. Ein Schlüssel. Der Kompass, nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Und neu, neu, neu! Ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Okay. Ein Schlüssel! Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Gehen wir mal rechts hin. Ja, ein Teil der Macht! Okay, der Skelett unten ist einfach dumm. Die Karte! Mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. Ah, okay. Lol. Leider kriege ich das nicht. Da könnten wir das öffnen. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Da war das akustische Signal, Leute. Da Bomben. Ich hoffe, wir kriegen welche. Du hast 20 Rubine gefunden. Na toll!